Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu dem letzten Tutorial im Jahr 2020. Diese Videoidee hier kam von dem lieben Mr. X, der mich vor ein paar Tagen gefragt hat: Du, wie erweitert man eigentlich die Füllhöhe bzw. die Kapazität von einer Frontladerschaufel bzw. eine Radladerschaufel? Ja, er hat mich gefragt, ob ich ein Video machen kann, und jetzt mache ich einfach ein Video. Alles, was wir dafür brauchen, ist natürlich unser Mod. Egal ob Frontladerschaufel oder Radladerschaufel. Als erstes Rechtsklick, machen wir wieder auf die ZIP-Datei, klicken auf Umbenennen, kopieren uns den Namen einfach, machen uns einen neuen Ordner mit dem gleichen Namen, logischerweise. Und ziehen die ganzen Sachen da rein. Also ich denke, das Video wird auch nur 5 oder 6 Minuten gehen, weil das ist eine Zahl ändern. So, ich kann euch mal zeigen, ich habe mir die jetzt dafür einfach runtergeladen. Und hier steht 6500 Liter passen da rein. Und das wurde schon erhöht, wie man hier sieht. So. Wir gehen jetzt in meinem Fall in diese XML-Datei. Rechtsklick mit Notepad++. Ihr müsst natürlich bei euch gucken, wie die XML bei euch heißt. Drücken wir STRG und F und geben einfach mal ein Kappa. Also C-A-P-A. Dann sollte das hier schon kommen. Und zwar hier hinten 6500. Ihr müsst natürlich gucken, auf 50.000 könnt ihr das jetzt nicht machen, weil, also könnt ihr wohl, aber ja, dann einen Trecker zu finden oder ein Radlader, der diese Schaufel noch hochheben kann, ist eigentlich unmöglich. Deswegen überlege ich gerade, ich mache das, glaube ich, einfach auf. Wir versuchen einfach mal mit 8.500. Gucken, ob das überhaupt noch funktioniert. So, dann gucken wir STRG und F und klicken mal auf Zählen. Gut, ein Treffer. Dann muss das nur hier geändert werden. Klicken wir auf Speichern. Schließen das Ganze. Ja. Und machen das wieder zur ZIP-Datei. Ja. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. So, da sind wir dann auch schon wieder jetzt im Spiel. So, also ich zeige euch das Ding erstmal im Shop. Klicken wir da drauf, dann auf Radlader. Und hier haben wir sie. Hier unten steht schon 8500 Liter. Steht da oben auch. Ich habe das Ganze schon mal gekauft und zu der Baustelle gebracht, um euch gleich zu zeigen, ob es funktioniert hat oder nicht. Also ich persönlich habe es jetzt wirklich noch nicht getestet. Ich habe das Ding halt wirklich nur hingefahren, schon mal in diese Baugrube, damit wir das jetzt eben testen können. So, wir fahren mit unserem Notdienstfahrzeug dahin. Wir sollten auch den Motor anmachen. So. Oh ja, hier stehen noch ein paar Feuerwehrautos. Aber das ist ein Spielstand von mir. Hier teste ich alles. So, hier sind wir dann auch schon. Hier stehen schon die Kollegen, falls hier jemand reinfahren will. So, fahren wir hier eben so lang. Passt, perfekt. Oh, wir stellen uns jetzt einfach hier hin. Die Straße ist ja eh gesperrt. So. So, hier stand eigentlich ein Bagger. Den habe ich verkauft. Das ist die Schaufel. Klar, viele werden jetzt sagen, ja, sieht anders aus als im Shop. Das kann man hier aber, habe ich gesehen, auswählen. So, wir setzen uns hier einfach mal rein. Starten den Motor, senken das ganze Ding.
gucken, wie viel passt da rein. Ja, also ich bin jetzt bei 99%, also den letzten Prozent kriege ich irgendwie nicht rein. Wie wir sehen, 8400 und der Radlader steckt das auf jeden Fall gut weg. Also könnte man bestimmt noch auf 10.000 hoch. Ich kenne das im LS19 nicht, wie hoch man kann. 15.000 würde er bestimmt auch noch packen, aber naja, gut. Gib mir das Ganze wieder aus. Und ja. So hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich hoffe, dieses kleine, einfache Tutorial hat euch trotzdem gefallen. Für die einen oder anderen ist es bestimmt ganz hilfreich. Wie gesagt, übertreibt es nicht, weil dann geht euer Radlader bzw. Trecker hinten hoch. Aber das sollte logisch sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Und in der Hoffnung, dass das Jahr 2021 besser wird als dieses Jahr. Wir sehen bzw. hören uns dann ja, nächstes Jahr wieder. Falls euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, nicht vergessen und fleißig wieder kommentieren. Bis zum nächsten Tutorial und ciao. If I stay, will you stay? If I go, will you go?